Da achtet mal einmal nicht auf das, was passiert. Das muss so scheiße viel Glück gewesen sein. Echt, echt jetzt mal. Abracadabra! Demonum Explosion! Und kommt diesmal wieder welche? Nein, zum Glück nicht. So, geht mal bitte einer reparieren. Warte, bis Herr Blond fliegen kann. Sag bloß, er wurde schon wieder umgenatzt. Ah. Ach, und Top 4. So. Ah, sehr schön. Wir haben wieder genug Materialien für noch mehr Fallen. Da kommt ein einzelner KGD-Agent. Achso, seine Partnerin kommt da oben gerade. Entweder schicke ich zu viel Truppen rein. Ah ja, ich hoffe mal, dass es jetzt endlich das letzte Regal, was er plündern muss. Und nicht noch da hinten eins. Ah, da hinten ist ja auch noch eins, wo er plündern muss, oder? Ja. Warum? Wieso? Ah. Jetzt kann ich Materialien. Bitte warten Sie, bis Herr Blond den KGD verlässt. Du bist kein guter James Blond, Kumpel. Du bist eine Niete. Definitiv. Es ist langsam mal Baltime, würde ich sagen. Warte, bis Herr Blond den KGD verlässt. Und Oskar die gewünschten Informationen liefert. Der geht durch. Ja, sehr schön. Ich kann mich nicht porten, nein. Life. What's the point anyways? So, jetzt darf ich die Globen zerstören. Ihr sollt nicht zurückkommen. Ihr sollt verschwinden. I feel the need to feed. Also nichts für ungut, das mit den Teleportern da ist zwar nett, aber die hätten sie wenigstens so machen können, dass man sie anklicken kann. Oh. Now what? Who are you? Forgive me, my lord, but I've come to seek your assistance in performing a most delicate and important errand. I see. Well, calling me lord will actually get you pretty far, but I'm afraid I don't have time to... Oh, just hear me out, will you? My name is Hermione Jaeger of Treldon Forest. I am an officially non-existing operative agent of the Small Council. You know, where the non-human subjects of the Sovereign convene?
Yeah, yeah. Tell me what you want, but be quick or be dead. Let's just say that lately the malcontent among us non-humans has been growing, and my job is to harvest an extremely powerful, explosive device from the headquarters of KBI. Seeing that you're the enemy of the enemy, I thought that maybe we could come to terms. Well, that's not unlikely. If you plan to hurt the Sovereign, I'm your man. Just tell me what to do. Sure. According to my informants, the Doomsday device is kept in one of the corner rooms of the headquarters. It is guarded by a security mechanism based on color codes. I don't know the exact combination, so you must search for clues around the complex. As soon as you have the device, send me a message, and I will come to collect it. Consider it done. My Death Slayer will do whatever it takes, and I will call for you before long. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Okay, das mit den Bücherregalen. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Ihr. Darunter. Genauso wie ihr. Macht die Globen endlich kaputt. Oder portet euch einfach weg. Ist mir langsam auch egal. So. Netterweise dürfen wir uns jetzt endlich frei bewegen. Töte Ben apart. Töte Ben apart, um den Spion zu befreien und dir die von ihm gesammelte Informationen zu beschaffen. Er soll sich in einem Eckbereich des KGD-Hauptquartiers aufhalten. Ja, das müsste hier unten sein. Weil, wärst du so freundlich. Währenddessen gehe ich mal die Jungs füttern schicken. So. Einfallende Helden. Ah, Baal. Out of the pit into a hellhole. So. Beef is back on the menu, lads. Nee, hier kommt ein Stampfer hin. Dead, deader, deadest. Den hat es natürlich mal wieder nicht genommen. So. Jetzt hat es ihn aber genommen. Essen, essen. Da ich die Gebiete sehe, kann ich Baal einfach hier reinporten. Sehr schön. Dann sammeln wir mal schnell die Bücher. So, Baal dürfte damit klarkommen mit den beiden KGD-Agenten da oben. Ah, die sind schon tot. Gut. Nach Schatztruhen Ausschau halten, würde ich mal kurz sagen. Ja, eigentlich möchte ich Baal gerne hier haben. So, und dann meine Truppen. So. Das Doomsday Device war, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja, genau. Und Baal bitte noch. Und ich glaube, diesmal gebe ich den Elfen einfach das Doomsday-Device. Oh, hier ist eine Truhe zum Öffnen. Und ja, die Truhen, die werde ich einfach mal hier in der Mission gekonnt ignorieren. I'm walking here.
So. Einfach die KGB-Agenten ausschalten. Also erstmal Sonne, dann Schneeflocke, dann Blatt. Sonne, Schneeflocke, Blatt. It's done. No thanks to you. Gib die Farben in der richtigen Reihenfolge ein, um die Weltvernichtungsmaschine freizuschalten. Nimm die Weltvernichtungsmaschine an dich. Du kannst sie entweder behalten. Liefere die Weltvernichtungsmaschine in der blauen Station ab. Da ich weiß, was passiert mit dem Ding, ist es, glaube ich, gemeiner, es dir einfach mal den Weltuntergangsfut, den kleinen Rat zu geben, damit sie sich selber in die Luft sprengen. So. Okay. So, jetzt machen wir die beiden Agenten hier platt. Und dann machen wir den Obermacker platt. Ach, das schaffen wir auch mit so vielen Truppen. Auch wenn hier wir irgendeinen verloren haben. Ist mir egal. Das kriegen wir auch mit einem geschwächten Trupp hin. So, noch das sprengt fast bitte weg. Und dann alle auf ihn moschen. So, einmal Heilung. Genau. Hier ist sie ruhig, das macht nicht so viel. Ich habe leider keinen Überblick mehr, wo der Spassi steckt und wie viel Energie er noch hat. Nur nichts mehr. Wow, he was a tough one, hard as a rock. Not really. I'd say he was as elastic and tender as the rest of you. Want to hear something interesting? Would you stop asking questions, you moron? You never listen anyways. Wow, calm down, I'll tell you, no need to get testy. The minions brought me some documents from the archives. Aside from spy reports warning about the rise of Sheila Sowerman and a possible conspiracy being prepared in the Tower of High Wizardry, it seems as if Skorazia the Wondertaker has earned some suspicion from the KBI. And that's a surprise to you? Bleeding imbecile. Yeah, I know. I'm sure it's nothing. The KBI probably suspects everyone and everything. And in the end, what's the point of pondering meaningless questions? Let's move along before the dungeon is overrun by valiant fools. Was ich gerade irgendwie, ich kapiere diese eine da, dieses Sheila, das ist doch die, die wir getötet haben und durch einen Imp ersetzt haben. Warum macht die jetzt Mucke? Schon wieder die Krankenversicherung. So, gucken wir mal kurz. Wir haben Mission 3 erfolgreich abgeschlossen. Fehlen nur noch die beiden da. Jo. Aber bis es soweit ist, gibt es erstmal wieder einen kleinen Cut. Also, bis gleich.